Wir bringen Ihnen das Interessanteste und Aktuellste in Bild und Ton. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen cineastischen Monatsrückblick. Dieses Mal geht es um die Filme, die ich im Dezember des letzten Jahres gesehen habe, 2022. Und da ist es mir leider nicht so gelungen, viele Filme zu gucken. Da wurden es leider nur ein paar wenige. Nichtsdestotrotz hat aber Spaß gemacht. Es waren, glaube ich, diesmal nur 16 Filme. Aber wie gesagt, ich kam auch kaum dazu, denn ich hatte ja nebenher 1000 Sachen laufen. Wie gesagt, Überstunden, arbeitsmäßig war viel in Gange. Also von daher, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, kam ich nicht so sehr zum Filme gucken. Aber immerhin, 16 Filme habe ich mir angeschaut. Und die möchte ich euch jetzt als kleine Filmempfehlung natürlich auch gerne vorstellen. Der erste Film, den ich gesehen habe, war ein Film, den ich zum ersten Mal in Ausschnitten gesehen hatte, nämlich beim Seppen, beziehungsweise nicht unbedingt beim Seppen, sondern wenn Leute da, also ich sag's mal so, du guckst dann auf einem Kanal irgendeine Sendung, kommt Werbung, schaltest du um. Und so habe ich das auch gemacht und so war das auch. Und da ich Filme im Fernsehen nicht mehr gucke durch diese scheiß Werbeunterbrechung, ich hasse Werbung, habe ich gesagt, gut, werde ich mir den irgendwann dann mal ganz ansehen, wenn es den einigermaßen günstig im Kurs, der günstig im Kurs steht und dann zu haben ist. Das war der Fall. Bei einem meiner Saturn-Bummels habe ich den natürlich dann eingesackt für einen Schmaltaler und habe ihn mir jetzt ganz angeguckt. Die Rede ist von The Commuter mit Liam Neeson. Liam Neeson ist ein Schauspieler, den ich sehr gerne sehe, nicht nur aus den Taken-Filmen, sondern auch in anderen großenartigen Filmen war er ja bereits auch zu sehen, unter anderem bekannt geworden ja durch Schindlers Liste. Und Liam Neeson ist für mich einer der ganz wenigen Action-Stars, die ich wirklich sehr gerne sehe. Muss ich ganz ehrlich so sagen, ist ein toller Schauspieler, ich sehe ihn sehr gern. Habe auch viele Filme von ihm im Archiv und jetzt war der Film eben halt dran. Ich hatte ihn, wie gesagt, nur vorher in Ausschnitten gesehen und jetzt, wo ich ihn ganz gesehen habe, muss ich sagen, ja, es ist ein unterhaltsamer Film, das auf jeden Fall. Aber, und jetzt kommt das kleine Aber, die Geschichte kam mir irgendwie schon bekannt vor. Also irgendwie hatte ich die Geschichte schon mal, oder sie hat sich wiederholt. Sie ist natürlich dann am Ende ein bisschen anders gelaufen, wobei auch nicht ganz. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, nochmal Bullet Train, den neuen, der gerade mit Brad Pitt in den Kinos zu der Zeit oder vor einiger Zeit lief, den gesehen zu haben. Denn im Endeffekt ist es ja genau dasselbe. Nur, dass die hat etwas bei sich, dieses eine Mädchen, was belastend wäre. Und mit dem Koffer ist ja sowas Ähnliches da bei Bullet Train. Und deswegen fand ich das so ein bisschen, der hatte so ein bisschen was von der Geschichte. Wenn Bullet Train vielleicht nicht sogar da eine ganze Menge abgekupfert hat. Das weiß ich nicht. Also ich fand den Film zwar unterhalten, aber die Geschichte war für mich nicht neu. Sie war auch recht schnell durchschaubar. Und es ist auch nicht einer unbedingt von Liam Neesons besten Filmen, die er gedreht hat. Da kenne ich ihn also in anderen Filmen in einer wesentlich besseren schauspielerischen Leistung als wie in diesem Film. Von daher kann ich den Film, ja, so als nettes Popcorn-Kino, nette Unterhaltung. Aber wie gesagt, ich fühlte mich sehr da stark doch an Bullet Train erinnert. Und ich möchte fast schelmisch sagen, dass der Regisseur vielleicht sich die Story sogar abgekupfert hat, sie natürlich entsprechend verfeinert hat, anders ausgestellt hat, also gesagt, das eine spielt in Amerika, das andere spielt in Japan. Ich bin da nicht so ganz sicher, ob die Geschichte nicht geklaut wurde von Bullet Train, also beziehungsweise von Commuter für Bullet Train. Aber egal, jedenfalls, der Film hat mich unterhalten. Also für einen netten Kinoabend, ihn einmal gesehen zu haben, ist schön, mir aber auch nicht, muss man ganz ehrlich so sagen. Der zweite Film, den ich mir dann angeguckt habe, war American Assassin. My English is very well. American Assassin ist ein Film über einen jungen Mann, der seiner Verlobten oder seiner Freundin einen Heiratsantrag macht. Sie machen Urlaub und werden dann plötzlich von Terroristen überfallen. Seine Freundin wird erschossen, er wird angeschossen. Er schwört blutige Rache an den Islamisten zu nehmen. Das gelingt ihm weitgehend auch. Und arbeitet später dann für die CIA. Ein sehr gelungener, sehr spannender Film. Ich war sehr begeistert. Filme, die man vorher nicht kennt und von denen man nicht weiß, was sie so... Weil ich hatte, das war auch so ein Spontankauf, einer von diesen Blindkäufen, die ich damals gemacht habe. Da habe ich gesagt, naja, diese Cover, wenn du das hier schon so anguckst, so, naja, wer weiß, könnte auch so eine Art B-Movie sein. Aber der Film war wirklich toll, war super gemacht.
Und ich kann diesen Film auch nur weitgehend empfehlen. Ich will über die näheren Einzelheiten des Films nicht sagen, weil das so, guckt ihr euch lieber selber an. Der Film ist super. Der Film ist einfach perfekt. Ich fand ihn richtig gut. Also es gibt ganz wenige neuere Filme, die mich wirklich begeistern. Und dieser Film hat mich begeistert. Super gemachter Film über einen rachenehmenden Menschen, der später dann für die CIA arbeitet. Absolut cooles Ding. Ja, hat mir sehr gut gefallen und kann ich auch ohne weiteres weiterempfehlen. Danach habe ich mir einen Film angesehen, den ich schon mal gesehen hatte. Es war ein Wiedersehen sozusagen, aber den ich immer wieder gerne gucke. Der Film Shooter mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle. Es geht darum, er ist ein ehemaliger Soldat, der angeheuert wird, angeblich von den Beschützern des Präsidenten. Er soll ein Attentat ausspielen. Damit die Bescheid wissen, wie würde man ein Attentat planen gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Was er nicht weiß, ist, dass es ein Komplott ist und man ihn als Sündenbock dafür machen will, wenn man den Präsidenten tatsächlich umgelegt hat. Das Problem dabei ist nur, er kommt dahinter, kann sich dementsprechend auch Geltung verschaffen, und ich spoiler jetzt nicht allzu viel, aber so ein bisschen, weil der Film ist auch im Fernsehen schon gelaufen, den dürfte auch schon jeder gesehen haben. Auf jeden Fall rechnet er mit diesen Leuten dann ab, und das macht er in einer sehr tollen Weise, natürlich wie sie das gehört, wenn man so will. Ein Film, der mich auch begeistert hat, der zu den ganz wenigen Actionfilmen gehört, neuerer Zeit gehört, die mich sehr beeindruckt haben. Ich fand ihn spannend gemacht, Mark Wahlberg sehe ich sowieso ab und zu ganz gern, ab und zu deshalb, weil es auch Rollen gibt, wo er mir nicht drin gefallen hat, aber bei diesem Film gefiel mir das außerordentlich gut, von daher ist Shooter auch eine echte Action-Kino-Filmempfehlung. Ja, der nächste Film spielt in den 60er Jahren, ist ein Film mit Spencer Tracy in der Hauptrolle, und die Rede ist von dem Film Eine total, total verrückte Welt. It's a Mad, Mad World, so der Film im Original, ist eine gelungene Geschichte, die aus heutiger Sicht weiß ich nicht, ob der Humor noch so wirkt. Zu meiner Zeit hat der Humor sehr gewirkt. Ich fand ihn auch immer noch sehr lustig. Ich fand ihn auch immer noch sehr unterhaltsam. Beim Humor bin ich ein bisschen zurückhaltender, weil der Humor der 60er Jahre doch ein bisschen anders war, weil auch viel mit Slapstick gearbeitet worden ist. Und trotzdem ist der Film aber ansehnlich. Bei dem Film geht es darum, dass ein Bankräuber kurz vor seinem Tode von einem Geheimversteck spricht, dem großen W, wo er Geld vergraben hat. Ich glaube, das war 1 Million Dollar, wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe. Die genaue Summe weiß ich jetzt nicht mehr. Können auch nur 500.000 gewesen sein, aber ich bin der Meinung, das war, glaube ich, 1 Million. Und jetzt vertraut er das natürlich ein paar Leuten an, die ihn, also es gibt einen Unfall, der Wagen stürzt in die Schlucht, alle wollen ihn retten, er liegt dann da, und mehrere Leute kriegen mit, wie er das sagt, dass er eben halt, dass sie sich das Geld teilen sollen. Und jetzt beginnt natürlich sofort, nachdem der Mann verstorben ist, ein Wettlauf gegen die Zeit. Jeder versucht, diesen geheimnisvollen Ort ausfindig zu machen. Und Spencer Tracy als Polizist, der da eigentlich ermittelt, wird nachher auch noch ganz scharf auf das Geld. Also es ist ein super gemachter Film. Einfach nur klasse. Ein Film von John Sturges ist das, glaube ich. Wenn ich das richtig lese, ist John Sturges? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall derselbe Regisseur. Nee, Quatsch, Stanley Kramer. Stanley Kramer, der auch Urteil von Nürnberg gedreht hat. Der jedenfalls hat eine super Komödie hingelegt. Viele Szenen sind lustig, manche Szenen sind weniger lustig. Da sagte ich ja gerade, das ist die Zeit der 60er Jahre, Slapstick-Humor. Da sind so manche Sachen, da konnte ich dann nicht mehr so drüber lachen, konnte ich aber trotzdem hier und da lachen, war also ganz witzig. Und für alle, die ihn noch nicht kennen, eine echte Empfehlung. Eine total, total verrückte Welt. Große Stars spielen mit, unter anderem spielt, wie gesagt, Spencer Tracy spielt mit, Mickey Rooney spielt mit. Wen habe ich denn dann noch jetzt aus Hollywood? Jetzt komme ich nicht auf die große, war noch eine große, ich glaube, wie hieß sie noch? Auf jeden Fall spielen auch viele Gäste mit, unter anderem spielt auch Jerry Lewis mit, in einer ganz kurzen Gastrolle, viele prominente Buster Keaton. Alle sozusagen ohne einen Namen, ohne eine bestimmte Rolle. Die spielen dann so einzelne Personen, die im Film ganz kurz vorkommen. Es ist ein toller Film von Stanley Kramer. Und eine total, total verrückte Welt für jeden, der gute Kinounterhaltung, Komödien der 60er Jahre, so auch ein bisschen im Jerry-Lewis-Stil, so ein bisschen im
ja, sowas wie die Walter Matthau, Jack Lemmon-Stil. So in diese Richtung bewegt sich das. Also ein bisschen von gemischt von allem. Das ist ganz anzusehen und von daher auch sehr zu empfehlen. Eine total, total verrückte Welt. Danach ging es dann etwas gruseliger zur Sache. Ich habe mir vor einiger Zeit, gesehen habe ich den Film natürlich schon mal, aber ich habe ihn mir jetzt als Blu-ray zugelegt, der Film Der Nebel. Und wir reden jetzt nicht von The Fog, Nebel des Grauens, sondern Der Nebel. Über einen Berg kommt ein riesiger Nebel nach einem schweren Unwetter, wo sich dann, ja, ich sag mal so außerirdische Wesen aus diesem Nebel kommen und Menschen umbringen. Es gibt eine Schicksalsgemeinschaft, die in einem Supermarkt gefangen ist und die dann versuchen zu überleben gegen diese Ungeheuer, gegen diese Monster, diese Wesen, die da aus diesem Nebel kommen und die Leute töten. Und natürlich gibt es auch noch Konflikte innerhalb dieses Supermarktes mit einer religiösen Frau und einer Stimmungsschwankung, Suiziden und Schicksalsgemeinschaften, die sich dort ergeben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Film hat mir relativ gut gefallen. Oder nicht relativ gut, der hat mir sogar sehr gut gefallen. Das Ende fand ich sehr, das eigentlich Schreckliche an dem ganzen Film, weil das ist doch sehr, wow, das ist schon krass. Also, der Film hat auf mich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja, von daher war Der Nebel schon ein sehr, sehr guter Film, muss man ganz ehrlich sagen. Hervorragend. Ja, da gab es einen Ausflug in die 70er Jahre, der Filmklassiker Westworld mit Jules Brynner in der Hauptrolle. Den hat man sich angeguckt. Alle fahren in dieses Land, wo alles von Robotern gesteuert wird. Das heißt, es gibt eine Zentrale, die Roboter steuert, also zum Beispiel eine Westernwelt, eine antike Welt, also Römerwelt. Und dann gab es noch, oh Gott, was war das dritte? Das eine war das alte Rom, das andere war der Wilde Westen und dann gab es noch eins. Das habe ich jetzt vergessen. Da war jedenfalls noch eine dritte Welt irgendwie. Und da geraten dann nachher die ganzen Dinge so ein bisschen außer Kontrolle. Der Film ist sehr, sehr gut gemacht. Eine Dystopie. Und wenn man bedenkt, dass der Film aus den 70er Jahren stammt, ich glaube aus dem Jahre 73 ist der Film, 1973, wie weit man da schon vorgedacht hat von wegen Robotik und Elektronik und Digitalisierung. Das ist ja auch so ein Thema letzten Endes. Dann ist das schon sehr bemerkenswert, was man dort mit wenigen Mitteln eigentlich wunderbar hergestellt hat. Der Film baut mit vielen Effekten auf, die aber verhältnismäßig sparsam eingesetzt werden. Hier kommt wirklich die Dramaturgie zum Zuge, also wirklich die Schauspieler liefern eine einwandfreie Geschichte ab und auch die Tricktechniken sind sehr gut in Szene gesetzt für die damalige Zeit. Ein toller Science-Fiction-Film, Westworld. Ja, danach habe ich mir den zweiten Film angeguckt in diese Richtung, nämlich Future World. Jetzt sind wir wieder richtig, es gibt die Westernwelt, die Römerwelt, dann gab es glaube ich auch noch die andere Welt und dann gab es eine Zukunftswelt, eine Future World, deswegen heißt das ja auch Future World, wo es dann in die Zukunft geht, in den Weltraum und all solche Sachen. Und auch da wiederholt sich das Problem, was schon in Westworld gewesen ist. Es ist mehr oder weniger ein Aufguss, aber nicht ganz. Von daher ist der Film auch wiederum sehr sehenswert. Ist eine indirekte Fortsetzung, oder wenn man so will, ist eine indirekte Fortsetzung von Westworld. Ja, danach kam mal wieder zu normalen Filmen. Ich habe mir dann einen Film mit Kurt Jürgens angeguckt und ich muss sagen, ich war mega enttäuscht. Die Rede ist von Captain Raubein aus St. Pauli. Nun bin ich jemand, der St. Pauli-Filme mag, die ganzen alten Hamburg-Filme. Oder St. Pauli-Filme der 60er, 70er Jahre gefallen mir sehr gut, weil ich wegen des Hamburg-Koloritz. Und tatsächlich ein paar Szenen spielen auch in Hamburg. Der meiste Teil aber in der Südsee, wo er einen Schiffskapitän spielt, der bei seiner Frau in Flagranti erwischt und durch einen Treppensturz, sie stürzt ein marodes Treppengeländer, sie stürzt in die Tiefe. Es war aber kein Mord, sondern es war einfach ein Unfall, mehr oder weniger. Er wird freigesprochen und beschließt dann nur noch, in der Südsee sein Glück zu suchen, was er dann auch macht. So einen alten Kutter zusammen mit seinem zweiten Mann, sage ich mal, dem dargestellt von Heinz Reinke. Und dann fahren sie da in die Südsee und beliefern dann da das Rote Kreuz mit Medikamenten und all solche Sachen, das dann wiederum geklaut wird, weil das da sehr wertvoll ist. Also es geht da ziemlich heftig her. Dann werden noch Krankenschwestern entführt von der Krankenstation. Das ist ein ziemlicher Abenteuerfilm, kann man sagen. Aber was mir daran nicht gefallen hat, ist die Tatsache, dass der Film so zotig ist,
dass es schon wirklich wehtut. Also ich sag mal so, ich bin auch keiner, der ich kann mit zotigen und auch schlüpfrigen Filmen leben. Das ist nicht das Problem. Ich kann mich da auch bestens amüsieren und beömmeln. Aber der Film hatte irgendwie so eine Art, also frauenverachtend hoch drei, und dass in so einem Film Johanna von Kotschian mitgespielt hat, ne? Das bisschen Haushalt, die spielte auch mit, spielt eine Ärztin. Und das hat mich dann doch schon sehr gewundert, dass sich so große Schauspieler wie gerade Kurt Jürgens, der ja auch ein Wiener Burgschauspieler gewesen ist, sich für so eine Rolle nicht zu schade war. Weil anders als beim Arzt von St. Pauli und Pfarrer von St. Pauli ist im Captain Raubern aus St. Pauli also die Rolle also mega derb. Also das ist wirklich schon mega derb. Das ist auch nicht mal mehr sowas für ein Trash-Kinoabend, was lustig wäre. Ich empfand das schon eigentlich, also da muss ich sagen, ich wetter ja sonst auch immer gegen die Leute mit der Political Correctness. Das mache ich ja auch, weil das wirklich nur nicht meine Welt ist. Aber der Film würde da gar keinen Bestand haben. Und selbst mir, der nun wirklich da in vielen Fällen sehr offen ist, also selbst mir gefällt dieser Film nicht. Er bleibt zwar im Archiv, weil er zu meiner Sammlung gehört, aber es ist nicht das, was, ja, was ich nochmal großartig gucken würde oder wo ich sagen würde, das ist ein toller Film. Definitiv nicht. Captain Raubein aus St. Pauli ist nicht das, ja, was ich unbedingt nochmal gucken würde oder beziehungsweise favorisieren würde. Dann habe ich mir einen Film angeguckt, der war herrlich, den kann man immer gucken. Ein Film auch aus den 60er Jahren, eine Komödie, die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten. Mit Gerd Fröbe in der Hauptrolle, nee, nicht in der Hauptrolle, in der Hauptrolle hat jemand anders, aber unter anderem spielen wahnsinnig viele Stars mit in diesem Film, die Rang und Namen haben. Jean-Pierre Cassel zum Beispiel für den Franzosen, weil es geht um das Wettfliegen von London nach Paris, also über den Ärmelkanal im Jahre 1911 ist das, glaube ich. Und da versuchen sich dann viele dran, um das zu gewinnen, darunter natürlich auch die Deutschen mit Gerd Fröbe als Oberst von Holstein. Wer kennt die Rolle nicht? Wer kennt den Film eigentlich nicht? Muss ich fragen, denn selbst heute auch jüngere Generationen, viele kennen diesen Film. Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten. Ja, das Wettfliegen von London nach Paris ist sehr lustig gemacht mit allerhand Eskapaden. Da werden dann viele Filme, zum Beispiel werden einige... Der Amerikaner zum Beispiel wird durch die Tochter des Zeitungsverlegers, der dieses Flugrennen auslotet, in Schieflage gebracht, also sprich in peinliche Situationen. Dann Oberst von Holstein, der sich mit Jean-Pierre Cassel, mit den Franzosen, Deutschland-Frankreich, war ja damals so eine Feindschaft, die sich da gegenseitig auf die Schippe nehmen. Es ist einfach traumhaft. Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten kann ich immer nur wieder empfehlen und ich denke, den Film kennt eigentlich auch jeder. Ich glaube, da muss man auch nicht mehr groß viel zu sagen. Dann bei Weihnachten. Weihnachten hatten wir uns hier eigentlich vorgenommen, ein bestimmtes Filmprogramm. Ich hatte das in meinem Weihnachtsgruß ja auch angekündigt, was wir alles gucken wollten. Das hatten wir uns zwar nur auf die Agenda geschrieben, geguckt haben wir aber dann letzten Endes dann doch ganz andere Filme. Das heißt, zwei Filme, die wir gesehen haben. Nämlich einmal der Film an Heiligabend, Die Geister, die ich rief, Scrooge. Mit Bill Murray in der Hauptrolle. Einer der schönen Weihnachtsfilme. Es ist etwas gruselig gemacht, aber ich finde ihn auch wiederum sehr schön gemacht. Und es ist eine tolle, tolle Sache. Muss man ganz ehrlich so sagen. Hervorragend. Die Geschichte, diese Weihnachtsgeschichte, mal etwas anders erzählt. Mit dem Geist der Weihnacht, nämlich der vergangenen Weihnacht, der gegenwärtigen Weihnacht und der zukünftigen Weihnacht. Und ich finde den Film, der hat irgendwie was. Ja, auch wenn das natürlich in der heutigen Zeit spielt und dann letzten Endes auch, er spielt so ein Fernseh, also Bill Murray spielt so ein Fernsehdirektor, so ein Fernsehmacher, der dann nur auf Katastrophen und Horror und Egoist ist und allen ja nur an sich selbst denkt und durch diese drei Geister dann dahin gebracht wird, dass er zum guten Menschen wird. Also es ist eine schöne Geschichte, die Geister, die ich rief, Scrooge. Für alle, die den Film noch nicht kennen, Top-Empfehlung, kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, dann ging es an Weihnachten weiter mit Das goldene Schwert mit Rock Hudson und Piper Laurie. Piper Laurie kennen wir unter anderem als die Mutter von Sissy Spacek in dem Film Carrie, des Satans jüngste Tochter. Und in dem Film geht es darum, dass sie die Prinzessin eines Kalifen ist und Rock Hudson kennenlernt, der dann wiederum bei einem Händler eine Ausrüstung findet, nämlich das goldene Schwert, und mit dem dann er gegen Bösewichte ankämpft, in erster Linie
ein Vertreter des Hofes, der den König umbringen will. Und ich will gar nicht so viel spoilern. Ist ein schöner Film aus den 50er Jahren, sehr farbenfroh, sehr bunt. Also so ein richtiger Märchen-Fantasy-Film, wie man ihn sich ihn wünscht. Also das passte auch, Entschuldigung, passte auch dann zu Weihnachten sehr gut. War toll gemacht. Ja, immer wieder eine Augenweide, der Film Das goldene Schwert. Dann gab es einen schönen Filmklassiker, den ich auch immer wieder gerne sehe. Der Film heißt Die Kaktusblüte mit Walter Matthau, Ingrid Bergman und der jungen Goldie Hawn. Der Film erzählt die Geschichte eines Zahnarztes, der nicht verheiratet ist, sich aber eine Freundin hält, nämlich die Toni Simmons. Und der aber nicht heiraten will und lieber dann sagt, er wäre verheiratet und Toni Simmons findet ehrliche Männer toll, ohne dass sie natürlich weiß, dass er gar nicht verheiratet ist. Auf jeden Fall gibt es ein Verwechslungsspielchen, seine Sprechstundenhilfe, gespielt von Ingrid Bergman, wird dann auch noch damit reingezogen. Es ist also ein herrlicher Film und dann auch mit einem Freund von ihm, der sich da seine Zähne behandeln lässt, der dann für ihn bei einer Sache mit einspringen muss. Es ist herrlich. Der Humor ist wunderbar, der Film ist wunderbar. Aus dem Jahre 1969, glaube ich, ist er. Und es ist ein wirklich schöner Film, den man sich gerade auch so an, ja, so zu Weihnachten oder an Sonntagen, Samstag, Sonntagen, so schön zum Kaffee oder abends so schön reinziehen kann. Ganz, ganz toller Film. Die Kaktusblüte. Sehr zu empfehlen. Danach ging es weiter mit Science Fiction aus den 70ern. Die Flucht ins 23. Jahrhundert mit Michael York und Farrah Fawcett unter anderem, die da mitspielten. Ein Film, der die Geschichte erzählt einer der Welt, die Welt in der Zukunft, wo man in isolierten Städten, in Glaskuppeln wohnt, wo man dann mit dem 30. Lebensjahr sich dann erneuern soll. Man kommt sehr schnell dahinter, dass das Erneuern gar kein Erneuern ist, sondern einfach man wird getötet. Und es gelingt einem sogenannten Läufer, beziehungsweise der eine wird von diesem künstlichen Gehirn, das diese Städte leitet, rausgeschickt. Also er wird auch dann als Läufer, verwandelt sich als Läufer, seine Lebenszeit wird vorzeitig ihm abgenommen und dann gerät er in diese Außenwelt und was da alles passiert, das will ich gar nicht großartig verraten. Auf jeden Fall auch, wie gesagt, mit großer Besetzung. Michael York ist zu sehen, Farrah Fawcett ist zu sehen, Peter Ustinov ist zu sehen. Ganz, ganz toller Science-Fiction-Film. Ein Film, der eigentlich viel zu wenig gezeigt wird, wie ich finde. Auch im Fernsehen läuft er kaum. Schön, dass man ihn im Archiv hat. Da kann man immer drauf zugreifen. Ja, Flucht ins 23. Jahrhundert. War auch mal schön, den Film wieder gesehen zu haben. Dann gab es eine Erstsichtung. Once Upon a Time in Hollywood. Mit Brad Pitt und allerhand anderen Darstellern. Leonardo DiCaprio und so weiter und so fort. Die das Hollywood der 60er Jahre so ein bisschen aufzeichneten. Es geht auch mehr so um die Geschichte um die Manson-Familie und Roman Polanski und seine ermordete Freundin, die jetzt sind wir wieder bei Namen, Schall und Rauch. Wie hieß sie noch? Sharon Tate. Es dauert ein bisschen, ich bin schon etwas älteres Semester. Ja, also um die Ermordung auch um Sharon Tate. Darum geht es im Endeffekt, läuft der Film letzten Endes hinaus. Sehr interessant gemacht, hat mir gut gefallen, ist aber auch so ein Film, den hat man einmal gesehen und dann hat man ihn gesehen. Unterhaltend ist er, wer ihn noch nicht kennt, sollte ihn sich angucken, auf jeden Fall, lohnt sich. Aber wie gesagt, einmal gesehen und dann reicht es auch im Grunde genommen. Ja, danach gab es dann nochmal einen Film mit Arnold Schwarzenegger, nämlich den Terminator, aber nicht den ersten, sondern Terminator 3, Rebellion der Maschinen. Und den hatte ich schon mal gesehen, war aber so, ich habe gesagt, gut, den schmeiße ich mir jetzt mal so rein, so mal einen Film, wo du jetzt nicht so unbedingt alles verfolgen musst, weil du kennst das alles schon, so nach dem Motto, da hatte ich so einen relativ müden Tag, aber ich hatte keinen Bock schlafen zu gehen, dann haust du nochmal einen Film in den Player rein, habe ich auch gemacht. Ja, Terminator 3, Rebellion der Maschinen. Ich fand Terminator 1 und Terminator 2 schon gut, Terminator 3 war jetzt so ein bisschen so ein Aufguss von dem, kann sich aber auch noch sehen lassen. Also das geht gerade noch so eben. Aber danach, die Nachfilme, die danach kamen, waren dann nicht so sehr mein Ding. Wobei ich einen davon, ich glaube, das sind 5 Filme, glaube ich, die es gibt. Jedenfalls einen habe ich noch liegen, den habe ich noch nicht gesehen. Und wie gesagt, Terminator 3, Rebellion der Maschinen. Ich finde den Film trotzdem relativ gut gemacht.
auch wenn sich vieles natürlich wiederholt, wie aus den anderen Filmen. Ja, und der letzte Film, den ich in diesem Monat dann gesehen habe, sprich im Dezember 2022, war Rampage Big Meets Bigger. Ja, mit Johnson, wie heißt er noch hier, der Muskelprotz, ne? Hätte man Don Johnson, hätte ich jetzt was gesagt. Long Don Silver. Also naja, das Muskelpaket, der hat, ich komme nicht auf den Namen, scheißegal. Auf jeden Fall, der hat da, spielt ja einen Wildhüter sozusagen und hat einen Albino-Gorilla, der durch einen Unfall auf einer Raumstation, wo also eine Firma genetische Experimente züchtet, dort gerät alles außer Kontrolle. Es flieht eine Wissenschaftlerin mit drei Proben. Die Kapsel explodiert bei dem Erdeintritt. Die drei Proben werden an verschiedene Standorte versprengt und dann, ja, der eine davon ist dann dieser Gorilla, der dann plötzlich massiv wächst und Muskelkraft hat und Power hat, also wirklich ein richtiges Monster ist. Dann wird gleichzeitig noch ein Wolf davon getroffen und letzten Endes dann noch ein Krokodil und die laufen alle aufeinander zu. Es gibt nachher am Ende so eine richtige Schlacht der Monster. Ist auch ein schöner, ja, Kaiju kann man sagen, wenn man so will, schön gemacht eigentlich das Teil. Ja, kann man auch sehen. Also auch als Monsterfilm-Fan hat mir der Film relativ gut gefallen. Selbst die Trickeffekte sind gut gemacht. Also der Film steht in nichts nach. Da gibt es weitaus andere Filme aus neuerer Zeit, die wesentlich schlechter sind. Ja, meine Lieben, das waren meine Filme, die ich im Dezember 2022 gesehen habe. Ich hoffe, für euch war etwas dabei. Das wäre jedenfalls schön. Und bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.